Wie gesagt, es ist der 16. Hisinde im Rohalstag, 16. Dezember, ein Montag, 1014 nach Bosporans Fall. Thymion hat sein Boron gefälliges Gebet gesprochen, das der Magister gesehen hat, also zumindest als du rausgegangen bist. Du hast doch den einen Wachen gesehen, Wachen, einen Sohn von dem Sohn, ein Sohn von dem Hock. Und wie du zu Ende gekommen bist, ist auch die Raios-Scheibe genau in dem Moment in die Höhe gegangen. Und das ist auch der Zeitpunkt, wo ihr dann langsam auch erwacht, auch Halmer erwacht, ihr zwei erwacht langsam. Ihr seht den Magister genauso noch sitzen. Er räumt auch schon sein Büchlein zur Seite, wieder in seine Tasche. In dem Moment kommt auch Thymion auf einmal herein. Passt. Ja, ich war auf natürlich, ich mache mich fertig. Mhm. Ich mache meine morgendlichen Übungen natürlich. Mhm. Ich kann mir schon denken, was Thymion gemacht hat. Weiblich. Ich habe ein schwarzes Buch noch in der Hand gehabt, wo er es weggeräumt hat. Also ich kann mir denken, was er gemacht hat. Und bin dort dann ziemlich erfroren. Also trotzdem ist es nur kalt. Ja, ja, es ist kalt. Man ist auch so durchnässt. Das ist diese kalte Nässe auch. Ja, das ist. Da bewohne ich Arne mit seinem zweiten Schlafsack mit beiden Öffnungen. Das ist bestimmt so super. Ja, schon lange nicht mehr so gut geschlafen, muss ich sagen. Dank dem neuen Schlafsack, oder? Ja, ja, definitiv. Ihr habt einen neuen Schlafsack, während Halmer so zusammenpackt seine Sachen auch. Ja, ich habe ihn mir erst in Lohwangen gekauft und zeige ihm, der hat auf beiden Seiten eine Öffnung. Ich muss nicht überlegen, wo ist jetzt oben, wo ist unten. Ich kann sofort rein in das Ding. Machen wir eine Probe auf Überzeugen, ob du ihn überzeugen kannst von diesem tollen Ding. Aber es ist um Dreier schwer. Das wäre aber wirklich der urgeile Gag, wenn das jetzt durchgeht. So, ja? In ganz Aventurien gibt es nur noch doppelöffige Schlafsäcke. Kurs 2. Was schafft? Halmer steht so auf, schaut den Schlafsack so an. So. Kurs 3, ich hab da eh um Dreier schwer, das hast du genommen. Ja, okay. Ja, keine schlechte Idee. Ein schnelles Rein- und Rauskommen. Richtig, ja. Ist definitiv ein militärischer Schlafsack. Wo habt ihr den gekauft? In Lohwangen. In Lohwangen? Wo denn? Vasilkus Krämerladen. Den kenne ich. Ja, ja, der alte Vasilku, genau dort. Ich glaube, ein paar Den hat er mir nie gezeigt, den Schlafsack. Ich glaube, der ist erst vor kurzem reingekommen. Ich kann mir auch vorstellen, selbst wenn er welche hat, dass die echt schnell wieder ausverkauft sind. Also, wenn wir wieder zurückkommen, was ich doch sehr hoffe, werde schauen, dass ich auch so einen... Ich werde es vorschlagen, meinen anderen Leuten. Unbedingt. Eine tolle Sache, ihr kriegt das mit, gell, und denkt euch nur so. Na, innerlich bin ich gerade gestorben. Zwei dumme Gedanken. Ja, ist schon gut. Auch der Magister nimmt jetzt das Wort an sich. Er scheint euch zugehört zu haben und sagen, kommt, es ist Zeit. Bitte, holz die Goschen. Es ist Zeit aufzubrechen. Denn jeder neue Tag ist ein Versprechen, dass alles möglich ist, sagt er dann. Alter, das ist so ein wandelnder Kalender, oder? So ein Spruchkalender. Ein Sprüchekalender, ja. Ich würde dann noch den Eisentopf nehmen, wo das Essen drin war. Ich nehme mal den, wenn wir wirklich ausgeleckt haben. Oh ja. Wenn nicht, haben es die Ziegen getan. Stelle ich dann entweder... Nein, denen habe ich nichts überlassen. Also entweder, ich zeige dann, wenn ich rausgehe, den Sohn, entweder will er im Hamm oder ich stelle ihn dann zum Haupttor. Mhm. Nachdem. Er deutet ihm, dass du mir einfach nur abstellen. Ja, die Kutsche eh noch alles da, schau kurz nach, ob alles passt. Alles da. Dann bringe ich langsam einmal die Pferde raus, binde sie an die Kutsche. Halma hilft dir auch. Ich schaue mich kurz ich gehe kurz zur Seite und rauche meine guten Morgenpfeife an. Muss ich wegstreichen. Es müsste so Beginn Zahlstunde haben. 7 Uhr nehmt ihr ungefähr an. Sagst du mal, wo geht jetzt eigentlich weiter? Besuchen wir jetzt die Garschop, den Ork-Dorf oder gleich ab in den Forest? Also, Forest. Nachdem wir hier schon so herzlich empfangen worden sind, will ich gar nicht darüber nachdenken, wie es uns vielleicht dort in dieser Stadt oder in diesem Dorf ergeht, wo die Orks schon leben. Ja, aber wenn dort bekannt wird, dass wir denen Waffen verkaufen. Ja, wer weiß, was sie denen erzählt hat. Also ich meine, acht gleich in den Forst hinein, ne? Plötzlich hört sie von oben so die Stimme, während ihr draußen euch schon fertig macht. Gut geschlafen. Es ist Hock, der oben steht. So gut es ging. Danke der Nachfrage. Wohin ist eure weitere Reise? Ich schau kurz mal meine zwei Gefährten. Den Garschocker Forst. Was wollt ihr denn dort? Ich meine, es geht mich eigentlich nichts an. Ach, wir haben nichts zu verbergen. Wir suchen eine alte elbische Ruine. Interessant, nein. Also ich wüsste jetzt
Nichts von einer, aber wie gesagt, es traut sich auch dort auch keiner hinein, nicht mal die selbst, die Gashocker, was ich mitbekommen habe. Weil es spukt. Er nickt. Angeblich. Schauen wir mal. Da haben wir schon andere Geschichten gehört. Wollt ihr direkt in die Gashockstadt? Wir würden die Stadt gerne meinen, wir haben gehört, dass dort Orks. Er nickt. Verdammte Stadt. Ich meine, wenn ich euch Glauben schenken möchte, ich tu mir halt ziemlich schwer jetzt da, weil Aussage gegen Aussage steht. Aber wenn ihr wirklich zu den Forst wollt, würde ich die erste Möglichkeit, es gibt mehrere Möglichkeiten, die zum Forst führen. Ihr müsst nicht unbedingt jetzt in die Stadt. Haben wir auch nicht. Außer ihr wollt eure Waffen verkaufen, dann kennt ihr aber euren Weg wahrscheinlich. Wenn wir jetzt Orks-Waffen verkaufen an Orks, ist vielleicht nicht so. Ich weiß nicht, was sich in eurer Kutsche befindet und ich möchte auch nicht nachsehen. Wir wären nicht glücklich, wenn wir in einen Ork-Waffen verkaufen. Also ich kann kurz zur Kutsche, wenn ich weit weg sein von dort und nimm so einen orkischen Säbel raus. Wenn wir ein Säbel haben, dieser orkischer Säbel. Mhm, ja. Und zeige den Säbel, wenn wir den verkaufen wollen, von wo wir den mal haben. Von einem Ork. Aus dem er kommt. Zuckt mit den Schultern. Und ich hieß in die Kutsche so rein. In der Zwischenzeit hat sich auch wirklich etwas Tageslicht zwischen den Wolken hindurch gedrückt. Mhm. Lasst euch über den weitläufigen Steppen und blickend jetzt auch bei Tag jetzt, das seht, die mit dichten Nebelschwaden überzogen sind, ja. Das ist so wie geisterig, weißt du, wenn diese Nebelschwaden so vom Wind am Boden entlang gezogen werden, ja. Er blickt zur Palisade und seht eben zwei Burschen vom Hock, der eben auch oben steht, mit dem ihr jetzt so kurz einen Smalltalk geführt habt. Der Magister stellt sich auch neben die Scheune und wartet halt, bis alles fertig ist. Bis ihr alles angebracht habt. Dann noch ganz kurz, brauchen wir ein Proviant oder sowas? Nein, das haben wir ja alles gekriegt. Nein, wir haben jetzt das 5 Pferdefleischrationen und ich habe jetzt noch 5 Rationen. Warte, schau sich jetzt mal was. Ich habe nochmal nach, weil das vielleicht kein Erdkarabinierungsjungen. Nein, ich habe 8 Rationen. Sagt, guter Mann, habt ihr zufälligerweise Pfeile? Ja. Nichts. Okay. Nichts zum Hergeben. Okay. Haben schon, nichts zum Hergeben. Bitte? Er hat Pfeile, aber nicht zum Verkauf. Verstehe. Gut, nachdem ihr alles fertig angebunden habt und auch wieder der gute Hock? Nein, nicht der Hock, euer Gefährte da. Birnberg. Ja. Der Halmer. Halmer, genau, danke. Ja. Am Kutschbock oben sitzt, auch du wahrscheinlich vorne wieder Platz nimmst. Oder wie ist diese Konstellation? Wenn er mich lässt, dann ja. Ja, du. Halmer ist das egal. Ich fahre wieder meine Eule her. Die kommt. Die Kutsche rein und marschiert mit uns. Auch der Elf blickt nochmal so weitläufig über dieses nebelüberzogene Steppe und er hört ihm sagen: Der Weg vor uns liegt noch im Nebel, doch Nebel rückwärts gelesen heißt Leben. Mit diesen Worten schreitet er zur Kutsche und nimmt darin Platz. Ein wandelnder Glückskeks. Mhm. Kommt es ja nicht schlecht, oder? Ja, ist gut. Ja nicht schlecht. Hast du gut gemacht. Ist nämlich wirklich Nebel, Leben. Danke. Als ihr alle wieder auf den Plätzen sitzt, fährt die Kutsche auch schon wieder los, wobei die Pferde ein lautes Wiehern von sich geben. Die haben sich natürlich auch gut ernährt, da war viel Heu drinnen. Das war auch natürlich für die Pferde auch sehr angenehm. Somit entfernt ihr euch nun von der Mühle, wobei ihr nun auch sehen könnt, dass der alte Mühler euch interessiert nachblickt, bis er in der Ferne genau andere ist und so, Arschloch. Heute ist es zumindest nicht so bitterkalt wie gestern. Weniger aber windig. Dennoch, es zieht schon ein Windchen durch, aber nicht so stark. Aber dennoch und gibt euch, wie gesagt, feuchte, unangenehme, kühle Luft. Wollt ihr etwas machen jetzt? Entfernt euch jetzt da. Von der Mühle. Ich frage nur, vielleicht möchte ich irgendetwas tun machen. Jetzt wäre noch Zeit. Ja. Haben wir was vergessen? Nein, es geht jetzt nicht darum. Haben wir irgendwas vergessen? Verdammt, wir müssen doch mal zurückfahren, egal. Haben wir überhaupt das Rad wieder anbracht? Nein, die Geschichte ist erledigt. Also vielleicht werden wir, bevor wir aufbrechen, dass also wir nochmal die Verbände anschauen, schauen, wie die Wunden geheilt sind und dass ich halt meinem hypochondrischen Eid nachkomme. Nein, also ich sonst nicht. Okay. Alles klar. Gut. Gut, nach etwa 3 Kerzenstunden hat sich der Nebel wieder komplett aufgelöst und ein klarer Tag scheint vor euch zu liegen. Aber ihr wisst, dass sich die Wetterverhältnisse hier sehr schnell ändern können.
Ist der Magister in Plauderlaune oder eher weniger? Momentan nicht. Okay. Aber du kannst natürlich jederzeit ein Gespräch mit ihm führen. Er ist abgeneigt. Nachdem ich ja Istira und Astira nur auf zwei habe, wollte ich ihn halt so fragen, ob wir vielleicht uns ein bisschen unterhalten können, dass ich meine Fähigkeiten so. Ja, klar, natürlich. Das macht dass er mir ein bisschen bei der Aussprache hilft, weil ich nochmal hier und da so einen Schnitzer habe. Mhm. Das hörst du, Kurt, und denkst dir so. Die singen da hin und her. Die singen, ja. Hä? Ja, ja. Ein Liedchen, ja. Das hörst du auch hinten. Wie die zwei. Halte die Klappe da hinten! Aber sehr gut, natürlich. Der Magister ist für Fragen immer für euch da. Nun fährt ihr dann nach etwa 3 Kerzenstunden einen kleinen Hügel hinauf. Als ihr dann oben angekommen seid, habt ihr ein wunderschönes Sicht in die Ferne. Es lassen sich wieder am Horizont die mächtigen Gebirgszüge der Salamandersteine erblicken. Aber was euch gerade besonders ins Auge fällt, und euch ins Staunen bringt, ist ein enorm weitläufiges Waldstück, das sich wie ein riesiger Ozean über das Land vor euch erstreckt. Ihr wisst sofort, dies muss der sogenannte sagenumwogene Gashocker Forst sein. Etwas weiter vorne lässt sich in der Entfernung eine Stadt erahnen, weil es sind so Rauchschwaden zu sehen. Ja. Ihr hört Halmer sagen, ehrenwerter Magister, der Gashocker Forst ist in Entfernung zu sehen. Der Magister erhebt sich, öffnet die Luke und blickt nach draußen, wobei er ihm sagen hört, wahrhaftig beeindruckend. Auf Istira sagt er das aber. Also wie gesagt, es geht jetzt schon noch ein Stück bis zu diesem Forst, ja. Und bevor der Forst beginnt, etwas weiter vorne, ist eine Stadt auszunehmen. Ja? Mhm. Aber wir sind sich einig, die Stadt wollen wir nicht besuchen, oder? Also ich für meinen Teil würde das gerne auslassen. So, dort leben ja nur Orks, oder? Menschen und Orks, aber Orks hauptsächlich, die Stadt wird von den Orks geführt. Aber es gibt sind wir gleich blutrünstig? Nah, oder? Es gibt auch zivilisiertere Orks. Das weiß ich nicht. Also bis jetzt kenne ich nur die blutrünstige. Aber es ist natürlich auch, weil ihr oben seht, natürlich zu erkennen, dass auch Pfade gleich zum Forst abzweigen. Ja? Mhm. Also es geht jetzt nicht so, ich muss zur Stadt, damit ich zum Forst komme, weil das ist ja riesig. Ja? Mhm. Man kann jetzt jede Abzweigung nehmen, um den Forst zu erreichen. Ja? Geschützt von der Entfernung, weil zur Stadt ist es natürlich schon noch ein Stück. Hock meinte, wir sollten die erste Abzweigung nehmen. Das stimmt. Was sagt er, wer hat der Magister dazu? Was ist sein Vorschlag? Ja, der kann Orks sowieso nicht leiden, der zuckt jedes Mal zusammen, wenn er Schwarzpelz hat. Er sagt auch, ich weiß nicht, warum ihr die Stadt überhaupt gedenkt aufzusuchen. Was wollt ihr dort? Das weiß ich nicht. Das war nochmal eine generelle Frage. Einerseits würde mich schon interessieren, wie das dort abrennt, aber ich glaube, dass die wohlgesonnen sind. Das wissen wir aber nicht. Bis jetzt war, glaube ich, noch kein Ork euch wohlgesonnen, laut euren Geschichten, und er haltet so das Buch in die Höhe, das ist euren Geschichten zu entnehmen. Tatsache. Meine Klinge ist ihnen auch nicht wohlgesonnen, möchte ich meinen. Er nickt dir von seinem Aussicht in so. Obwohl Orks schon ziemlich viel bezahlen. Ich meine, nein, Orks, böse. Okay. Halmer scheint ebenfalls von dem Anblick wahrhaftig beeindruckt, aber auch etwas erschlagen zu sein, denn er blickt dich an, Andrin, und sagt, und was tun wir jetzt? Naja, ich würde meinen, so wie Hock gesagt hat, wir nehmen die erste Abzweigung in den Forst hinein und... Eine der Abzweigungen, oder muss es die erste sein, sagt er? Ich bilde mir ein, er sagte eine der ersten Abzweigungen. Also, okay. Ihr habt freie Auswahl. Dann nehmen wir die zweite erste Abzweigung. Hätte ich auch gesagt. Es führen mehrere weg, es sind so Trampelpfade. Ja. Ja. Kein Weg und keine Straße. Kommen wir da mit der Kutsche noch voran? Ja, gut, es sieht für die Kutsche. Den ich soll nicht. Halmer nickt dir so nach hinten. Gut. Der Gashocker Forest ist nun zu sehen. Dann lasst uns darauf zufahren. Nur eine Frage an uns: jetzt, wissen wir, wo die Ruine ist, außer dass er in Forest ist? Nein. Weil der ist ziemlich groß. Er ist groß. Ziemlich groß. Ja. Ja, deshalb wären wir ja heute auch nicht fertig.
Okay. In den nächsten 18 Sessions suchen wir eigentlich jetzt nur noch im Wald. Da gibt es nur noch Suchen, Proben. Sinnesschärfe Sicht. Aber die muss ich machen. wir haben einen Bericht gelesen von der Ruinen, Expedition. Ne? Mhm. Haben wir auch irgendwelche Bilder auf dem Brunnen? Waren nicht irgendwelche Bilder vom Brunnen? Um das zu wiederholen, nur auch für alle. Es war nur eine Ruine zu sehen. Und was euch darauf schließen hat lassen, war die Blutulme, die ihr gesehen habt. Mhm. Aber eine Ruine war doch abgebildet, gell? Was war noch abgebildet? Na, eine Ruine war abgebildet. Eine Ruine war abgebildet, ja, genau. Okay. Also, ja, eine Ruine, ja. Ruine, okay, ja. Wie wäre es nur circa der Forst weg? Wäre es nur circa weg? 500 Schritt. Na, länger, 1500 okay. Schritt. Ich bin überlegt, ich kann meine Eule versuchen, vielleicht kannst du sie irgendwas erspähen. Ich kann mit dir Zielgespräche führen. Ja, aber wie willst du einer Eule sagen, suche mir eine Ruine? Ich muss Bilder übermitteln, die ich gesehen habe. Mhm. Wir haben ein Zwiegespräch und sie verstehen auch zum Teil menschliche Sprache. Aber wenn ich jetzt die Bilder übermitteln und sage, such, dann versteht sie, was er machen soll und rauscht ab und kann einmal mal über drüber fliegen und sieht ja, sie irgendwo irgendwas. Sicher. Was. Schuschu. Das kann nicht passieren. Ich denke mir, was soll's da vor? Ja, es ist riesengroß, man kann es ja probieren. Natürlich. Ich befürchte jetzt meiner Eule durch das Zwiegespräch. Ich versuche die Bilder zu übermitteln, was ich auf der Steinsäule gesehen habe. Mhm. Auf dem Brunnen. Auf dem Brunnen, danke, auf dem Brunnen. Und bedeutet Such, vielleicht findet sie irgendein Plätzchen, wo es ein bisschen auffällig ist, dass irgendwas sein könnte. Und befehle sie, such und lasse ihn hinten die Tür mal kurz auf und lasse sie raus. Mhm. Sie fliegt gleich einmal dorthin, von wo ihr gerade gekommen seid. Zurück zum Brunnen. Schuschu. Ja, genau, Schuschu. Gut, Halmer nickt euch allen zu und die Fahrtrichtung fortzusetzen. Was ist? Pro 10 Minuten ein Astralpunkt. Da warte noch, bis wir etwas näher sind. Ich warte dir noch ab. Mhm, okay. Pro Minute, also pro 10 Minuten ein Astralpunkt. Das ist nicht weit. Eben, deswegen warte ich, bis wir näher beim Forst sind. Es wird nun schon. Im Forst. Oder im Forst. Es wird nun schon etwa Ingerim-Stunde haben, 10 Uhr, als Helmer plötzlich die Kutsche von der Straße steuert und nun einen der Seitenstraßen oder Seitenwege, weil du gesagt hast, der am besten halt ausschaut zum Fahren, zu folgen. Aber dennoch, es ist ein holpriger Weg, ja? Gibt es dort frische Orkspuren, die man wahrnehmen kann auf dem Pfad, auf dem wir sind? Den jetzt zum Forst? Ja. Ja, mach eine Probe auf Fährten suchen, aber die ist um 3 erschwert, weil ihr fahrt. Das wollte ich auch vorher schon fragen. 3 erschwert? Mhm. Ja, dann mach gleich mit. Nein, weil die sind jetzt mit 5 Pferde, sind die ja von der Mühle weggeritten. Jetzt müsste ich doch eine am Boden vielleicht erkennen können, aber über 5 Pferde spüren, das sind ja doch viele. Vor einem ganzen Tag, ja. Vor einem ganzen Tag. Vor einem ganzen Tag, ja. Kurs 2. Schaut so aus, als wäre da schon länger nichts mehr gewesen, ja. Okay. Das ist schon einfach noch Pferdespuren. Es ist nur so ein Trampelpfad. Auf der Hauptstraße würde ich noch gerne, bevor wir abbiegen jetzt da, noch gerne mal schauen, ob ich irgendwo Pferdespuren finde, aber von vielen. Weil wir müssen da doch 5 Pferde hin. Pferde, das sind jetzt dann nicht so, es ist ein Weg. Aber ja, Würfel, mach eine Pferdensuche, aber auch für dich erschwert. Die Kutsche ist im Fahren. Ja, ein 3er Schwert hast du gesagt, gell? Ja. 12, 6. Kennt ihr mal Kiste? Wir bleiben 8 Punkte übrig. Also ein 3er Schwert in der Trottel. Kurz mal. 12 minus 3 sind 9, sind 2, wieder 2 sind 4. 9 minus 5 haben wir übrig, Kurs 2. Kurs 2. Auf den Hauptweg, das machst du im Hauptweg, sind Spuren zu erkennen, ja. Okay. Von Pferden. Kurs 2 von Pferden. Okay. Weiß jetzt aber nicht, ob das jetzt von denen ist oder von anderen Reisenden. Aber es sind auf jeden Fall Pferde vorbei. Wir sind Pferde geritten. Okay. Kurs 2 hast du, oder? Ja, leider nur Kurs 2. Das ist es, was du. Spuren sind zu finden. Du hast welche gefunden. Ja, Kurs 1, Kurs 2, Pferdespuren. Okay, wie alt die sind, wie viele Pferde das sind. Aber das ist bei der Pferdespur noch jetzt ein bisschen schwierig. Das sind, glaube ich, 5,5 Pferde. Hm? Was? Ja, genau, was? Ich glaube, das andere halbe Pferd haben wir bei uns drinnen in der Kutsche. Das sind die Rationen. Fertig? Ja. Nein, ich frage nur. Ich bin fertig. Okay. Ihr werdet nun alle so richtig durchgeschüttelt.
weswegen ihr euch alle an euren Sitzmöglichkeiten festhalten müsst, also um nicht vom Halt zu, den Halt zu verlieren. Es ist guter Weg, aber es ist trotzdem natürlich, hat keine Federung. Das ist nicht gut für meine... Ja, genau, ungefähr so redet man jetzt da, genau. Zwar kommt ihr in den Gashocker Forest immer näher, aber Halmer hat die Geschwindigkeit jetzt wirklich gedrosselt, ja, um nicht definitiv irgendwas an eurer Kutsche zu ruinieren. Okay? Es ist nicht ungewöhnlich. Die muss auch lange halten. Nach gefühlt einer Ewigkeit des Durchschüttelns stoppt Halmer dann endlich die Kutsche. Denn ihr seid nun direkt am Beginn des sehr beeindruckenden Gashock Forest angekommen. Schön. Dessen sichtlicher Mischwald aus teilweise gigantisch hohen und sehr, sehr alten Bäumen zu bestehen scheint. Schön. Als ihr dann alle vor der Kutsche steigt, nehme ich mal an, und wortlos, fassungslos in den Beginn des dichten Waldes blickt, könnt ihr diesen einzigartigen Duft des mystischen Waldes riechen. Der eine Mischung aus Holz, Erde, feuchten Moos besteht, der Geruch. Herrlich. Das euch zuerst einmal tief ein- und ausatmen lässt. Da zünde ich mir gleich eine Pfeife an. Dümion, ja genau, dann kommt gleich der Kirschenholzgeruch. Dümion und Kord, warum auch immer. Aber er blickt in den Wald und spürt etwas Magisches aus ihm kommen, das euch beginnt zärtlich und angenehm zu ummanteln. Der Magister aber schreitet langsam zu einem der Bäume, legt seine flache Hand an die Rinde, schließt seine Augen und verharrt in dieser Position. Dies tue ich ebenfalls. Mhm. Nicht auf demselben Baum vielleicht. Auf seine Hand. Von hinten so zu kommen. Auf einen anderen Baum würde ich Magister nicht stören, wenn irgendwas Ding macht. Aber auch für den Kord ist das ein schöner Wald, Moos, dieser Duft. Geh ich zu einem anderen Baum und tu dies ebenfalls. Was man auch immer hört, ist dieses, kennst du das? Es ist ja Winter eigentlich, es sind nicht viele Blätter oben, aber man hört dieses Rauschen vom Wald, wenn der Wind durchgeht. Ja. Halmer, sofort folgt Halmer aber den Magister und bleibt in etwa 2 Schritt Entfernung von dem Elfen stehen, wobei er aufmerksam in den Wald blickt. Also weißt du, er schaut auf seinen Magister, aber er gibt ihm diesen Distanzabstand, weißt du, nicht seine Privatsphäre zu sehr zu begehen. Gut, was macht ihr? Sagt zu mir, merkt ihr auch, ich ist irgendwas anders. Ich werde irgendwie in den Wald hineingezogen, das Gefühl ist irgendwie anders. Ist das bei euch auch? Ich atme immer so tief ein und nehme diesen Geruch vom Wald auf. So. Nö. Ne? Ein recht alter und mystischer Wald. Also. Ich fühle mich magisch angezogen, hast du gesagt. Ich fühle mich seltsam wohl. Ja, irgendwie so vertraut irgendwie. Ich weiß nicht. Irgendwie. Zieht mich da alles ziehen möchte ich jetzt noch nicht sagen, dass es so wie eine Hand ist, die dich reinziehen will, aber es ist so angenehm. Ein angenehmes Gefühl ummantelt dich. Fast schon magisch, würdest du sagen. Achso, das zeigt meine Richtung irgendwie. Nein, okay, das okay, nicht. Achso, ich habe das falsch verstanden. So einfach macht das uns nicht. Ich spüre da lang. Ja, genau, das ist so einfach. Da. Also es ist, ich fühle mich einfach gerade richtig wohl. Mhm. Richtig angenehm. Ungewöhnlich für mich, dass ich mich hier wohlfühle. Du fühlst dich auch wohl, ja? Ja, ungewöhnlich. Wirklich? Normalerweise. Das ist vielleicht für dich ungewöhnlich, aber es ist, auch wenn du da stehst, dieses Gefühl, ich kann mich dem nicht erwehren. Für dich nicht anderen. Für dich ist es eher so, schon, was dir alles. Was ihr aber alle wisst, es ist arschkalt. Kirkutsche kommt da nicht durch. Mit Pferde auch schwierig. Sehr langsam schwierig. Mit Pferde da durchzukommen. Ich hätte gesagt, wir binden die Pferde mit der Kutsche draußen an und gehen zu Fuß weiter. Naja, vielleicht doch irgendwo so ein bisschen abseits, damit man es nicht gleich von der Straße sieht. Kriegen wir sie irgendwie rein? Ja, man bekommt sie schon ein bisschen hinein, aber man kann jetzt nicht sagen, ich nehme jetzt die Kutsche oder die Pferde. Kann man auch mitnehmen. Es wird aber ein mörderlangsamer Weg, ja, mit den Pferden da durchgehen, ja. Wie Niki, kann man da Blätter drüber geben und... Kann man auch machen, kostet alles Zeit. Ja,
Mein Blätter jetzt ein Blatt, noch ein Blatt, da geht es jetzt um Büsche, ja, ihr müsst jetzt da was. Obwohl es liegt sicher Geholz am Boden, aber es, man darf nicht vergessen, es ist so, dass jetzt da kein Blattwerk auf einen Stamm hängt. Ja. Nein, aber es passt schon. Wir können die Kontrollfälle etwas in den Wald hineinlenken, dass es wirklich sofort sichtbar ist, das würde ich schon noch vorschlagen. Ja. Dass man dann irgendwie so dann bringen wir es so, wenn es sich ausgeht, so 10, 20 Schritte, hätte ich gesagt, rein das in den Wald, dass man es von außen nicht sieht. Ja. Und dann wird man es dort halt festmachen, Pferde inklusive Kutsche. Da beginnt auch noch nicht einmal richtig der Wald, das ist so dieser Vorwald, wo es dann halt dichter wird. Da kommt es ja nicht rein, aber es ist zumindest so, dass man es jetzt nicht direkt sieht, wenn man jetzt da so den Forst, also entlang spaziert. Nehmt auf jeden Fall alles an eure Ausrüstung mit. Genau. Das Heu für die Pferde lassen wir im Karren drinnen, also in der Kutsche. Ich habe gerade voll gegessen, die Pferde und die Schale. Ja, keine Ahnung, wie lange wir da jetzt unterwegs sind. Das weiß ich nicht. Ich kommen also vielleicht die skelettierten Pferde wieder, wenn wir da sind. Das ist die große Frage. Ja. Jo. Aber jetzt da werde ich meine Eule das machen, was ich vorher geplant habe. Mhm. Ihr telepathisch die Bilder übermitteln von der Ruine und was wir suchen. Oder irgendwelche kahlen Plätze finden, wo was auch nicht sein könnte. Mhm. Versuch halt einfach mal und lass mal die Eule in die Höhe und hoffe, sie fliegt gleich direkt über den Vorrest und tut so herumschweben. Mhm. Bis sie nicht mehr sehen. Okay. Kannst du natürlich alle 10 machen, Minuten natürlich. Einer Startpunkt. So wie lange willst du das tun? Das musst du mir sagen. Ja, eine Stunde ganz hoch, hätte ich auch gesagt. Eine Stunde, dass er rumfliegt und schaut, vielleicht findet er irgendwas, wo da das ein großer Freiplatz ist. Das musst du dann als Album wegziehen. Genau, pro 10 Minuten einer Startpunkt. Also 6 Astralpunkte. Dann steckst du weg, das meine ich. Schauen wir mal weg und dann schauen wir, was wieder zurückkommt. Mhm. Du sagen, wie lange, wann auch immer. Du schaust zu den Himmel hinauf. Halma und du, ihr bindet die Pferde an. Auch du, Thymion, der Elf steht noch immer regungslos an dem Baum. Ist er eingeschlafen? Hält noch immer hin. Und du blickst dann auch so währenddessen so in den Himmel. Und vom Himmel, du spitzt deine Augen, nähern sich zwei Punkte, die schnell größer werden. Bald schon erkennt ihr, oder du, oder ihr, dass es Harpien sind. Und die erste größere von ihnen muss definitiv die Königin sein. Majestätisch landet sie vor euch und stolziert ein paar Schritte auf euch zu. Mit erhobenem Haupt blickt sie euch an, ehe sie den Kopf leicht zur Seite neigt. Ihr habt es jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Wir sind gekommen, sagt sie, um euch noch einmal an das Bündnis zu erinnern, was zwischen uns ausgesprochen wurde. Gemeinsam können wir das Rätsel lösen. Und ich verspreche euch, dass wir fest an eurer Seite stehen. Unser gemeinsamer Feind sind die Orks. Und wer weiß, wie wir uns gegenseitig helfen können, sagt sie dann. Dabei nickt sie immer und schaut immer dich ein bisschen an, länger. Es ist meine Freude, euch wiederzusehen, Königin. Sie nickt. Dann schaut sie dich an. Sie stürzt sich auf dich. Dich auch natürlich kurz, gell? Ja, ich nicke nur. Ist der Halma ruhig oder hat er seine Hände an der Waffe? Der kommt jetzt. Der Magister hat sich in der Zeit wortlos zu euch gewandt und lauscht aufmerksam mit verschränkten Armen die gesprochenen Worte der Harpienkönigin. Auch Halma steht schützend neben dem Elfen, wobei er seine Hand natürlich wieder an den Waffengriff gelegt hat und euch beobachtet, während ihr mit der Harpie zumindest kurz gesprochen habt. Jeder, der zum Magister und Halma blickt, bekommt mit, wie die Elfe sich zu Halma dreht. Also die Harpie dreht sich zum Halma hinüber. Das ist schon wieder wie der Halma, weil sie so ganz knapp dran ist, dass er sein Langschwert zieht. Aber der Elf legt seine Hand auf seine Waffenhand und drückt ihm sein Langschwert wieder zurück in die Scheide quasi. Mhm. Okay. Die Harpienkönigin blickt zu den Magister und Halma, blickt euch an und kreischt, sagt: Wer sind diese? Haben sie sich euch angeschlossen und verfolgen dasselbe Ziel? Sie haben sich unserer Unternehmung in der Tat angeschlossen und verfolgen ähnliche Ziele wie wir. Sie wollen auch die Elfenruine finden.
Initiative, schnell! Wir müssen den Magister umbringen. Waffen ziehen! Wir müssen den Magister umbringen. Gut, so sei es, sagt die Königin. Spreizt ihre mächtigen Flügel und kreischt: Ich werde über euren Köpfen fliegen und euch, soweit es mir möglich ist, folgen. Und schon ist ein erneutes, lautes Geschrei der Königin zu hören, wobei sie sich mit der anderen Harpie in die Höhe schraubt. Es ist nicht die Eulenharpie. Hm? Wo ist die überhaupt? Die andere Harpie beginnt nun in die Ferne zu fliegen und ist kurze Zeit später auch nicht mehr für euch zu sehen. Die Preodola haben wir das letzte Mal gesehen, wo wir im Wald bei diesen Orks gegen die Orks und deshalb wollte ich es auch. Und sie ist ja zurückgeblieben dort. Wir wissen nicht, was aus ihr geworden ist. Ja, aber du hättest du jetzt fragen können. Ich hoffe, sie bleibt dort. Das traue ich mich nicht. Magister Wassertänzer blickt fasziniert nach oben zu der Harpienkönigin und sagt: Die Harpienkönigin hat wahrhaftig hochelfische Gesichtszüge. Wie wir es euch berichtet haben. Äußerst interessant. Wie wir es berichtet haben. Wenn man bedenkt, dass hier vor langer Zeit imposante Hochelfen gelebt und erbitterten Krieg gegen die Orks geführt haben. Sehr interessant, sagt er. Gut, die Harpienkönigin fliegt über euren Köpfen, die Kutsche ist gespannt. Die Pferde sind auch angespannt, also an einen Ast gebunden. Ihr habt eure Sachen mit euch. Nein, schon an einen dicken Baumstamm. Ja, von Ast, von einem Bäuschen. Alles startklar. Gut. Noch etwas vorher? Nein, von meinem Proviant will ich einmal abbeißen. Nein, ich schätze mal, es wird schon so. Das müsst ihr euch dann immer abstreichen, noch dann bitte, gell? Ich will auf die Garn jetzt ein paar Pfeile spitzen. Kannst du alles tun. Das dauert 4 Stunden. Ah, 4 Stunden? Naja, das wird jetzt Zeit. Ich verabschiede mich von den 4 Pferden. Berenka, Marlene, Donnerhof, Nordwindpferd. Ja, geil. Ich werde euch vermissen. Ein Wiehern geht von Ihnen aus. So Leute, wirklich nichts, haben wir alles bei uns. Ich glaube, dieser Wald wird uns länger Zeit beschäftigen. Das könnte sein. Zumal wir keine Ahnung haben, wo wir hin müssen. Das ist der Magister Problem. Dreht sich um und nickt dir zu. Sollen vielleicht Brotkrumen am Weg legen? Dass wir da zurückfinden. Ich kenne eine Geschichte, da hat das nicht so gut funktioniert. Ihr bewegt euch währenddessen, ihr seid glaube ich fertig jetzt, oder? Ja, wir gehen schon langsam in den Wald. Ihr bewegt euch zum Rande, also jetzt wo es das Rande, jetzt hat ein Anfang, der dichte Wald, und blickt dabei zwischen den teils dicken Baumstämmen hindurch. Der Magister blickt zu euch und sagt: Die hier ansässigen Auelfen im Forst werden uns früher oder später mitbekommen, dem bin ich mir gewiss. Und sie werden sich wahrscheinlich erst zeigen, wenn sie gesehen werden wollen. Das heißt, es bringt jetzt auch nichts, wenn ich Sinnesschärfe probiere? Na, wir können nur hoffen, dass wir sie von unseren Vorhaben überzeugen können, sollte es zu einem Kontakt kommen. Denn sie werden uns als potenzielle Eindringlinge in ihren Lebensraum ansehen. Sind die so aggressiv, die Waldelfen, die hier wohnen? Oder? Auelfen. Auelfen, die hier wohnen? Verzeiht. Bis jetzt habe ich noch nichts Positives aus dem Wald gelesen. Und auch alles, was wir gehört haben, soll es hier spuken. Wie man auch spuken verstehen möchte, sagt er dann. Hände an die Waffen, Männer. Gut, der Magister nickt euch zu. Halmer steht direkt neben dem Magister mit seinem Schild. Direkt. Da bin ich drauf. Ja, genau. Somit. Er könnte ihn auch Huckepack nehmen. Somit, Leute, setzt ihr nun etwa zur Raya-Stunde 11 Uhr euren ersten Schritt in den majestätischen, aber auch geheimnisvoll wirkenden Gashock-Forst. Wie geht ihr? Naja. Man kann nur hintereinander gehen. Man kann teilweise schon nebeneinander aufgehen. Ich würde sagen, unser Waldbursche, der geht voraus. Ich würde vorausgehen, weil ich doch vielleicht ein bisschen im Wald ein bisschen wohler fühle. Die
Gepflogenheit, etwas kenne. Wie ist denn das jetzt im Wald? Ist da immer noch dieser grausliche Wind oder ist es ein bisschen angenehmer? Etwas angenehmer. Das flacht dann natürlich ab. Was man sieht oben, wenn man nach oben blickt, weit nach oben, dass sich oben alles bewegt. Aber umso weiter es runtergeht, umso ruhiger wird es. Aber wir brauchen jetzt da keine Öllampe oder Fackel. Nein, ist schon ganz normal. Es ist ein schöner Tag heute. Ja. Die Prajos-Scheibe schafft es auch, einen schön auszuleuchten. Ich kann euch ein Bild geben. Ich würde gerne das Schlusslicht machen. Er geht voraus, ich gehe ganz hinten. Soll ich hinter dir gehen? Für den Fall. Ich würde vorschlagen, der Magister geht genau in der Mitte, vor dem Magister geht der Dümen und hinter dem Magister geht der Halmer. Oder ich gehe hinter dem Magister, wie es ein Halmer lieber ist. Ja, das ist egal. Ja, er ist Hauptsache, er ist beim Magister. Wo ihn einordnet, ist eure Sache. Ich habe meinen Langdolch gezogen. Ich weiß nicht, der Essen im Weg sind, dass ich die vielleicht abhaue oder sowas. Auch nur, was ich in der Hand habe. Ja, klar. Muss man schon teilweise. Auch über so dicke Baumstämme, also weißt du, was einfach schon morsch und gebrochen sind, muss man auch drüber kraxeln und sowas, ja. Es bringt sich nichts, da jetzt immer Slalom zu gehen, also gerade drüber. Aber eigentlich, wo wir hingehen, ich gehe nicht ziellos in den Wald hinein. Richtig, ja. Das ist ziemlich geil. Es hilft auch keine Orientierungsprobe, weil du weißt ja nicht, wo du hin musst. Wenn wir nach oben schauen, sehen wir die Harpien noch? Immer wieder mal. Sie fliegt auch etwas vor und etwas links oder rechts nimmt sie an, dann bleibt sie wieder ein bisschen über euren Köpfen. Dann ist sie mal längere Zeit wieder nicht zu sehen. Dann ist sie auf einmal wieder da. Also sie scheint auch vielleicht zu suchen, man weiß es nicht. Schon langsam denke ich mir, man kommt gar nicht schon zurück. Und währenddessen so über nachdenken, wie wir uns weiterhacken, den Weg nach vorne gehen, ziellos in den Wald hinein. Das ist halt, kann man schwer vorstellen, einfach ja, gehen. Mhm. Ziellos in den Wald herum, irren. Gut. Auch hier ist dieser Duft vom Wald natürlich noch intensiver, gell? Cool, schön. Ich glaube, ich wahrlich gut tut, ja? Wirklich? Eine Probe jetzt machen, vielleicht in Sinn. Ah, du bist gerade beschäftigt mit. Du liebst es hier natürlich. Ja, das ist voll deins, das kriegt ihr zwei vielleicht auch mit. Ich gehe so richtig aus, elegant. Gerade, dass sie sich nicht auch hin und wieder mal eine Pirouette dreht, während wir gehen. Plötzlich bleibt der Magister stehen, deutet euch, dass ihr leise sein sollt und zeigt mit den Fingern in die Ferne. Natürlich bleibt er ebenfalls augenblicklich stehen und blickt zugleich in die euch gezeigte Richtung. Ihr blickt in etwa 20 Schritt von euch zwischen den Bäumen hindurch zwei Rehe, die sich elegant durch den Wald bewegen. Eines der Rehe bleibt plötzlich stehen und blickt längere Zeit in eure Richtung. Wobei das andere beginnt zu grasen. Nach kurzer Zeit der gegenseitigen Beobachtung bewegen sich dann die zwei eleganten Tiere weiter und entziehen sich somit an euren Blicken. Schade. Der Magister macht mit geschlossenen Augen eine Geste vor sein Gesicht und beginnt dann seinen Weg mit euch fortzusetzen. Wir haben gar keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich denke mal wieder an Goldschatten. Wo bleibst du? Kein Goldschatten da. Plötzlich. Nach ungefähr einer Kerzenstunde durch den Wald legt ihr dann eine kurze Verschnaufpause ein. Denn der Weg durch das Unterholz ist kein leichtes, ja? Ich drehe mich kurz zu meinen Gefährten. Leute, ich habe keine Ahnung, wo wir hingehen. Geht ziellos durch den Wald herum. Ich weiß nicht, wann wir was finden werden. Ich dachte, ihr kennt euch hier aus. Ich bin hier aufgewachsen, habt ihr schon recht? Nein. Wir finden heute ein bisschen ungefähr in den Wald zu gehen und was zu suchen, aber es ist. Der Magister deutet ja so. Lausche den Klang des Waldes. Und dabei fliegt so ein Blatt vorbei vom Magister, dass er so fangt in der Luft. Daran riecht und rieche den Duft des Waldes, Kurt, und dann lasst er das Blatt wieder so los. Das Blatt wird wieder so vom Wind. Ich denke mir gerade so als Kurt, ja, also Wald ist wunderschön, das ist doch etwas übertrieben. Ja, faszinierend. Wenn er gerade irgendwas von Duft des Waldes redet, erstmal so. Von mir. Jetzt brauchen wir noch ein Pfeiferland da drin. Ja, er macht jetzt Pause in der Zeit. Der Magister, er merkt auch, der Magister. Ist auch anstrengend für ihn. Anstrengend für ihn, ja. Er hat auch selbst gesagt, dieses Gehen, er ist ein Waldelf,
Aber schon lange nicht mehr. Er ist jetzt eine lange Zeit, er ist vielleicht von einem Raum in den anderen Raum gehuscht. Das war seine größte, das ist für ihn jetzt auch sehr anstrengend. Und nimmt dann auch an einem Steinchen Platz. Du denkst dir so, wo bleibt's? Goldschatten. Goldschatten. Jetzt werde ich schon etwas nervös. Auch wenn ihr kein Zeitgefühl habt, aber du bist dir sicher, die Stunde ist schon vorbei. Die Stunde ist vorbei. Ich bin schon finster. Passiert etwas, wenn ich sehr nervös Kassierer rufe, dass sie zu uns runterkommt, was ich tun würde? Kassierer. Halma lehnt sich derweil auch an einen Baum, der neben dem Magister steht, weil der Magister hat sich auf einen Stein niedergelassen. Während jeder von mit sich selbst gerade beschäftigt ist, merkt ihr, wie aus dem Nichts leichte Nebelschwaden beginnen über euch hinweg zu fliegen, zu ziehen. Aus den leichten Nebelschwaden wird von Sekunde zu Sekunde ein immer dichterer und dichterer eine Nebelwand, sodass ihr kürzeste Zeit euer Gegenüber nicht mehr sehen könnt. Selbst eure eigenen Füße sind für eure Augen nicht mehr wahrzunehmen. Kann ich so sehr hat sich der Nebel verdichtet. Euch ist klar, ein Weiterkommen ist jetzt gerade unmöglich. Kann ich meine Öllampe noch anzünden? Ja, kannst du tun, ja. Dann tue ich das. Es hilft dir nun nicht viel. Nicht viel, nein. Weil dieser Nebel... Doch, denn so ein Lichtschau, also Lichtschein müsste ich doch sehen, oder? Ja. Durch den Nebel. Ja, das zumindest kriegst du mit, ja. Nun Keine hört, Angst, das Licht kommt von mir. Also dann würde ich sagen, gehen wir alle zum Licht. Wir gehen zum Licht einfach hin. Da mal ja. doch zusammenstehen irgendwie noch. Ich kann nicht ins Licht gehen. Ich bin noch viel zu jung, Kurt. Der Magister anscheinend, ihr könnt alle, gehst du auch hin zum Licht? Zu anderen? Ja. Oh. Es seid so 2-3 Schritte voneinander entfernt. Ja, genau. Ich gehe meine zusammen. Aber ihr seht nicht mal eure Füße, so dicht ist der Nebel. Und es ist logisch, das ist echt merkwürdig. Das muss ein Zauber sein. Ja, das glaube ich auch. Und du hörst den Magister und irgendwo diese klangvolle Stimme vom Magister aus dem Nebel. Auf Istira sagt das. Nun haben sie uns entdeckt. Und ich antworte immer natürlich auf Istira. Jupp. Aber dann sagt er auf Garete, dass ihr das auch versteht. Sie haben uns entdeckt. Keine Sorge, es handelt sich dabei um einen elfischen Zauber, den ihr schon die mitbekommen habt. Die werden sicher dann den Nebel und rundherum stehen dann lauter Der sich nach ungefähr... Der sich spätestens nach einer Kerzestunde wieder lichten wird, sagt er dann. Okay. Sie wollen uns damit sagen, dass wir in ihren Wald nicht willkommen sind. Nicht willkommen sind. Und was machen wir jetzt? Eine Stunde warten. Ihr habt jetzt da... Eine Kerzenstunde Zeit. Ein Weiterkommen ist in dem Nebel unmöglich. Gut, da wofür haben wir eine Kerzenstunde Zeit? Zum Warten? Nein, wir müssen jetzt warten eine Stunde. Wir kommen maximal nicht eine Kerzenstunde, hat er gesagt. Achso. Dieser Zauber kann maximal eine Kerzenstunde dauern. Also wir wissen, dass es so ist und wir wissen, wirklich warten, wenn ein Weiterkommen möglich ist, rauchen wir eine Pfeife an. Du mehr von beruhigen, weil mein Goldschatten ist nicht da, was mich schon sehr nervös macht. Liegt Schnee am Boden? So ganz wenig, aber nicht viel. Ich würde gerne so ein bisschen zusammenklauen und dann in irgendeine Richtung schmeißen. Ja! In der Hoffnung, willst du den treffen? Ja, ich will schauen, dass ich entweder einen anderen oder einen Quad treffe. Ja, aber dann mach eine Probe auf Wurfwaffen. Eigentlich. Wurfwaffen, ja. Die ist aber um 5 erschwert. Nein, ist ja wurscht. Es ist ja nur so zum Spaß. Ja? Kann ich hier noch auf eine 1 schaffen, mit 10. Also. Geht irgendwo hin. Ja. Du hörst zumindest. Also, keine Ahnung, keine Reaktion. Hey, ich höre da was. Ich glaube, da hat wer was auf uns geworfen. Wartet da drin. Hört ihr das? Auch mit dem Ganzen hin und her. Es ist für euch trotzdem eine sehr unangenehme Situation. Ja, ich versuche das halt mit ein natürlich. Spaß zu machen. Aber nur damit es auch, es ist für euch eine äußerst unangenehme Situation. Ihr würdet es wahrscheinlich nicht einmal merken, wenn jemand 2-3 Schritte nur hinter euch steht. Würdet ihr es nicht merken. Okay? Elfen des Waldes, zeigt euch uns. Wir haben nichts Böses im Schilde. Seid doch ruhig. Du hörst den Magister. Macht euch keine Mühe. Sie werden euch nicht antworten. Sammelt lieber in dieser kurzen Zeit der Rast eure Kräfte.
So hätte ich das nämlich auch gesehen, weil wenn der Magister ruhig ist und sagt, ja, die kommen jetzt in einer Stunde, dann hätte er entweder gesagt, hätte er irgendeinen Gegenzauber gemacht, wenn es möglich wäre, und gesagt, los, renn, 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 renn. Aber nachdem er sagt, wir warten jetzt eine Stunde, ich nehme mal an, die Elfen werden schon vernunftbegabt und Argumenten zugänglich sein. Wir werden sehen. Hoffentlich sind es keine Halbelfen, die so ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen. Ja, vor allem die hässlichen Halbelfen mit da. Hey, Moment mal! Dann, ich lasse die Öllampe brennen, aber ich setze mich halt derweil am Boden. Ich schaue, dass ich irgendwo so ein. Ja, ja. Mit meinen Füßen ertaste einen Baumstamm oder irgendwas, wo ich mich hinsetzen kann. Ich stehe gemütlich auf meine Pfeife intensiv und denke mir danach, wo ist Goldschatten? Wo ist Goldschatten? Das macht mich jetzt schon sehr nervös. Nach einer Weile beginnt sich ganz langsam. Nicht ganz eine Kerzenstunde war es. Der Nebel wieder zu lichten, sodass ihr von euren Gefährten wieder Umrisse erahnen könnt, bis der Nebel dann auch wieder komplett verschwunden ist. Wenn ich die Umrisse ahnen kann, würde ich gerne noch einen Schneeball machen. Dann ist es ein Schwert um zwei. Nein. Ilse-Tüne. Du blickst dich um, als der Nebel fast schlagartig wieder verschwunden ist. Das ist wieder wirklich, wirklich so gegangen. Und erschrickst, als du hinter dich blickst. Denn nicht einmal zwei Schritt von dir entfernt, siehst du ein totes, ausgewachsenes, riesiges Wildschwein am Boden liegen, in dessen Körper 6 Pfeile stecken. Du bist dir sicher, dass dieses Wildschwein dort nicht getötet wurde, sondern in dieser Zeit des Nebels abgelegt wurde. Es fehlt das Blut rundum. Es ist nur das Wildschwein. 4 Pfeile stecken darin. Das Wildschwein wurde so abgelegt, dass die Schnauze des Wildschweines in die Richtung zeigt, in dessen Richtung ihr unterwegs seid. Ich würde sagen, wir sind auf dem richtigen Weg, oder? Warte, die Schnauze zeigt zu uns oder weg von uns? In die Richtung, in die ihr eigentlich unterwegs seid. Ich hole mich meine Gefährten her und sage, ich glaube, das ist eine Warnung. Bück mich zum Wildschwein runter und ziehe einen Pfeil raus. Ich glaube, das ist ein Hinweis. Ein Hinweis darauf, wie man richtig Wildschweine jagt. Ist schon recht, ist schon recht. Ja. Du kannst mir da jetzt auch würfeln, W6, ob du die Pfeile wieder verwenden kannst, wenn du sie verwenden möchtest. Das sind jetzt 11 Pfeile, also das Pfeile, ja. Erkennt man ja. Ja, aber es haben normalen Schaden, okay. Aber es wurden definitiv 4 Pfeile verwendet. Es sind Knochen, die sich vorne befinden dran. Also die Spitzen sind keine Metallspitzen, wie es das du oft kennst, sondern es sind wirklich Knochen. Okay, was sind das normale Pfeile? Ja. Sind halt hier noch in Ordnung, oder wie? Nein, eben nicht. Du kannst würfeln, wenn du möchtest. Alle vier kaputt. Okay. Der Magister und Halber stehen neben dir, weil du das gesagt hast, blicken ebenfalls auf das tote Wildschwein. Der Magister Wassertänzer schreitet plötzlich am toten Wildschwein vorbei und sagt, das nächste Zeichen, dass wir unerwünscht sind. Die Auelfen werden sich erst zeigen, wenn sie gesehen werden wollen. Und wie lautet euer Rat, Herr Magister? Sollen wir jetzt in die Richtung gehen, in die die Schnauze zeigt, oder? Was wollt ihr für eine Antwort hören? Naja. Eine hilfreiche, bitte. Möglichst unkryptisch. Folgen wir weiter unserer Nase, nicht wahr? So soll es sein. Quart? Ich schlage dieselbe Schnauze. Wir sind schon so weit gekommen. Naja, aufgeben kommt jetzt nicht in Frage. Nein. Aufgeben wird nur Brief. Halmer folgt sofort den Magister wieder und steht wieder so neben ihm und schaut in alle Richtungen. Er scheint ziemlich nervös zu sein. Auch für dich ungut, ja. Du bist so gesessen, so denkst du an Goldschatten, rauchst deine Pfeife, glaube ich, hast geraucht, ja. Das Nebel weg, 2 Schritte neben dir liegt ein fettes Wildschwein, ja. Gut. Also ich habe nichts gehört. Ich auch nicht. Normalerweise lassen mich meine Sinne nicht so einfach im Stich. Aber könnte interessant werden, ne? Das sehe ich auch so. Ein bisschen mulmiges Gefühl habe ich schon im Bauch, weil... Ihr könnt es euch jetzt doch so vorstellen, dass wenn da jetzt da irgendwie ich so... Ich fühle mich auch beobachtet die ganze Zeit. Ja, richtig, ja. Ich möchte bitte meine Geldkarte kontrollieren. Ja, alles da. Aber
Ihr könnt euch jetzt doch vorstellen, warum die Sage der Spuk zu erinnern, ja? Wenn ihr ja, das aber für mich hat das wenig mit Spuk zu tun. Ja, für euch vielleicht, aber für einfache Bauernleute, ja, die nicht mal lesen können, die nicht wissen, dass es die Magie überhaupt gibt, einen Nebel herbeizurufen. Für die ist das Spuk. Spuk. Wir wissen ja vieles durch den Magister, dass ja auch Elfen sind und dass es das ist. Aber es sind denkende Lebewesen. Aber so wird nichts mehr von euch gesprochen. Ihr seid jetzt ja wirklich auf Warnstufe Red, möchte ich mal sagen. Glaube ich halt, zumindest. Oder geht es halt chillig weiter? Ich habe Ultra Red, weil man. Ich habe auch. Ultra Red! Ja. Ich habe die Waffe, also die Hand auch an der Waffe. Ja. Ich habe noch immer meinen Dolch in der Hand und denke halt nach, schon langsam werde ich nervös. Es sind sicher schon 3 Kerzenstunden vergangen. Sollte aber Eule nicht irgendwann mal zurückkommen? Ich sollte schon längst da sein. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Ich glaube, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Ihr seid gut. Spürt einer von euch Zaubernasen irgendwas? Was magisches? Ein ungutes Gefühl ist jetzt, was euch jetzt da. Mhm. Ich spüre nur ein. Fühlt ihr euch auch so beobachtet wie ich? Ein beklemmendes Gefühl habe ich momentan einfach. Weil wenn ich mich umschaue hinter mir oder so, da ist ja nichts. Also außer Wald. Ja. Aber keiner, der mir nachsteigt oder so. Ja, du bist der Letzte, also dir kann keiner nachsteigen. Naja, oh ja, gerade mir. Ich bin ja der Letzte. Ja, ja, also hinter dir ist keiner. Also kann da keiner nachsteigen. Ach so, okay. Naja, ich meine, einer von uns, der uns verfolgt. Ja, außer wir gehen jetzt in so einem Kreis. Ja, stimmt. Wer dann gerade wieder hinter Polonaise dir halt. Gut, also hier geht's weiter. Ja. Immer weiter und weiter dringt ihr in den von Moos bedeckten Wald vor, wobei ihr euch das Funkeln des Raureifs auch teilweise, weil es so kalt ist, auch von den Ästen der Bäume sehen könnt. Da immer wieder mal eisiger Wind durchfegt, aber trotzdem noch oben eher in den Kronen. Ab und an seid ihr auch einen Schatten bei euch unter dem Boden, der von der Harpie dann wieder kommt und wieder über euch fliegt, dann wieder weg ist, dann wieder fliegt. Wieder weg ist. Es musste schon etwa Effortstunde haben, 14 Uhr quasi. Als der Magister sich etwas schnaubend an einem Baum festhält, wobei Halmer sich augenblicklich zum Magister stellt und ihm etwas stützt. Ist alles in Ordnung? Der Wassertänzer nickt dir nur so bedenklich zu, hebt seinen Kopf und sagt, die lange Zeit in der Akademie... In der Schreibstube sitzen hat mich doch etwas körperlich Leistung einbußen lassen, sagt er dann. Ich halte ihm meinen Wasserschlauch, meinen Trinkschlauch hin, aber vielleicht etwas. Möchte dir vielleicht etwas Wasser zu euch nehmen, Magister? Du holst deinen Wasserschlauch aus der Tasche und reichst ihm den Magister. Aber genau in dieser Zeit, als du den Wasserschlauch von dir weghältst, um aus dem Magister zu reichen, hörst du nur ein kurzes Zischen. Dann ein Ziehen an deinem Wasserschlauch, gefolgt von einem dumpfen Aufprall. Dann ist nur noch ein leises Plätschern wahrzunehmen. Nee. Du und auch die anderen, die es mitbekommen haben, sehen, dass der Wasserschlauch nun 2 Löcher hat, aus dem das Wasser zu Boden läuft. Etwas weiter von dir entfernt steckt ein Pfeil in einem Baum. Fast im gleichen Moment sind erneut dumpfe Geräusche zu hören, wobei sich in unmittelbarer Nähe von euch mindestens 10 Pfeile in den Boden graben. Die euch umrunden. Sofort zieht Halmer sein Schwert und stellt sich schützend mit dem Schild vor den Magister. So, ihr könnt mal seine Sinnesschärfeprobe machen. Oh ja. -4. Thymian, du machst mir bitte eine Probe auf Sinnesschärfe. Hast +2, also für dich ist es nur +2er Schwert. Wegen deiner Aufmerksamkeit. Okay? 4 erschwert. Mhm. Nö. Kurs 3. Mhm. Nö. Du bist zu sehr beschäftigt. Goldschatten. Mhm. Eins. Leg mich fest. Ich hab 2 4 11 gewürfelt. Geil. Also nur für euch. Andrin reicht den Wasserschlauch. Und genau in dem Moment schießt ein Pfeil von irgendwo durch deinen Wasserschlauch durch. Dein Wasserschlauch ist jetzt im Arsch. Ja. Wasser rinnt aus. In genau denselben Moment geht's und rund um euch bohren sich Pfeile in den Boden. Ihr schaut natürlich auf. Wo? In alle Richtungen.
du bist gedanklich gerade ganz woanders. Beim Goldschatten wahrscheinlich. Ihr sucht aufgebracht eure Umgebung ab und kannst in einiger Entfernung von euch für einen Augenblick einige kaum erkennbare Gestalten in geduckter Haltung am Boden entlang huschen sehen, die aber dann auch schon wieder im Unterholz verschwunden sind. Kurs 1, das hast du gesehen. Du? Wie viel hast du? Kurs 2? 3? Du würdest sagen, dass es sich um 12 Gestalten gehandelt hat. Ja, die schaffen wir. Das war's. Also, 10 für mich und 2 für euch. Wir müssen alle Pfeile looten. Na, Spaß. Der Magister, ich habe mindestens 12 gesehen im Schatten. Es könnten auch 12 gewesen sein. Rund um euch, das ist euch bewusst. Also wichtig, ihr sollten nicht auf Angriff übergehen, glaube ich. Ich glaube, wir hätten hier keine Chance. Ich habe das Gefühl, dass das die nächste Warnung ist. Schaut danach aus. Möglicherweise. Die Pfeile wurden so geschossen, dass wir eingekreist sind davon. Mhm. Also quasi ein Kreis, den wir nicht verlassen sollen. Naja, aber wenn wir nicht verlassen sollen, können wir auch nicht wieder rausgehen. Das ist richtig, ja. Wir können auch was jetzt erkennen. Und mein armer Wasserschlauch ist kaputt. Den kannst du schmeißen. Das tue ich auch. Aber Stefan, ist das nicht sogar besser, wenn du auf 2 Seiten Wasser einfüllen kannst? Also andrin, ist es nicht besser? Es sind dann eigentlich 3 Möglichkeiten zum Wasser einfüllen. Ja, das ist richtig, ja. 3 Möglichkeiten. Jetzt ist er leider schon weg. Schade. Der Magister nimmt etwas erschöpft straffe Haltung an. Er merkt jetzt, jetzt wird's nicht mehr lustig. Ich meine, war es eh nie, aber... Und das sagt, stimmt, das war nie lustig. Ohne der Duldung der Auerelfen werden wir uns im Forst nie zurechtfinden und auch immer wieder bedroht werden. Dem bin ich mir bewusst. Dann dreht er sich in Richtung des Waldes, ja, es ist der Wald, und sagt mit ruhiger, extrem klangvoller Stimme auf Istira: Gis Friduvin. Du weißt, das heißt, übersetzt wirklich, edel ist der Frieden, Freund. Der sanfte Klang dieser Worte schallen in schöner Form durch den Wald, bis sie dann auch wieder verstummen. Ihr alle lauscht und blickt den Bäumen vorbei. Es ist ungut für euch, ja? Aber nichts passiert. Nur das Knacken der Äste hört immer wieder Knacks durch den Wind, was zu hören ist. Aber dann, wie aus dem Nichts, erneut weit dichter Nebel auf, der sich dieses Mal aber schon nach wenigen Augenblicken wieder verzieht und den plötzlichen Besuch euren Blicken preisgibt, wo eben noch Nebelschwaden hingen, stehen nun 12 Elfen mit gesenkten Bögen im Halbkreis und beobachten euch. Also der Nebel war da, Nebel wieder weg und genau in diesem Moment war weg. 12 Elfen. Wir haben Bogen gespannt, aber nicht in eure Richtung gehalten, nach unten. 2 von ihnen sind es, Mann oder Frau, treten vor und deuten in die Richtung, in der ihr den Waldrand vermutet. Sanyasu Telaria, sagt einer von ihnen. Beide Elfen sprechen zeitgleich und ihre Worte klingen melodisch, aber scharf in euren Ohren. Fast wie eine Ohrfeige. Dann warten sie auf eure Reaktion. Was du siehst, du glaubst es gar nicht. Elfenbögen. Goldschatten sitzt auf einer seiner Schultern. Leck mich fett. Ja, das war's mit Goldschatten. Oh Gott, wird blöd. Blick dich so an, ja, ehrlich. Blick dich so an. Goldschatten jetzt, oder? Goldschatten. Ihn. Blick Goldschatten sitzt auf einen dieser 2 Personen, die beide und gesprochen haben. Schaut ihn an. Und der Goldschatten schaut sich so an, legt seinen Kopf. Das, was er gesprochen hat, das verstehst du? Weiche zurück, Mensch.
Der Ausdruck Talora wird von Istira für potenzielle feindlich gesandte Menschen verwendet. Oder Eindringlinge. Gut, dann fange ich wieder an im schönsten Istira. Dein Blick geht nur auf Goldschatten. Aber ich bin wirklich innerlich... Erkennen wir den auch? Wie bitte? Erkennen wir den ja, auch? Ja, dein Vogel ist... Ist er einzigartig, deine Eule? Ist hier. Dann einzig. Ist er einzigartig. Einzig, aber nicht artig. Dann deute ich wieder seine Verbeugung an. Sage ihm meinem schönsten Istira. May Govanen. Schön, dich zu treffen. Und versuche die Situation so gut wie möglich zu klären. Mhm. Ob es nicht irgendeine Möglichkeit gäbe, dass wir den... Dass wir das friedlich lösen. Ich stecke natürlich meinen Dolch sofort weg. Dass natürlich. Wir nicht irgendeine Möglichkeit finden. Wir haben etwas sehr Wichtiges im Wald zu suchen und wir würden die Ruhe des Waldes so wenig wie möglich stören. Mhm. Der Magister scheint nur so, während du sprichst, von dem plötzlichen Erscheinen der Auelfen überwältigt zu sein. Dass er nur dasteht und jeden einzelnen von ihnen interessiert mustert. Alma stellt sich natürlich sofort, wie immer, schützend vor den Magier, wobei er sein Schwert schon kampfbereit, auch so den Elfen, entgegenhält und nur darauf wartet, dass es zum Kampf kommen könnte. Der männliche Auelf tritt einen weiteren Schritt an euch heran und blickt euch dabei tief in die Augen. Er hat eine schlanke Statur, hellblaue, fast weißliche Augen und in seinen blonden langen Haaren wurden 8 Zöpfchen geflochten. Dann nimmt er das Wort an sich und spricht zu euch auf Gareti. Mein Name, auch die klangvolle Stimme, mein Name ist Nebelträumer. Und ich fordere euch dennoch auf, unseren Wald wieder zu verlassen. Ich versuche es mit meiner Eule ein Zielgespräch zu führen. Wir sind nur einen Schritt entfernt, oder? Ja, schon noch ein paar Schritte, ja. Ein Schritt ist zu nah. Wie viele Schritt geht denn Zwiegespräch? Ich will gerade schauen. Ich schaue dich alle mal in die Augen und deute so mit den Augen, ich kann kein Zwiegespräch mit dir führen, muss Berührung sein. Du sollst zu mir kommen, was ist los? Ich bin total... Aber die Eule fixiert dich. Ja, ja. Fixiert dich. Es ist nicht so, dass sie uninteressiert ist, sie fixiert dich, sie blickt dich an. Mhm. Ich warte mal. Aber sie sitzt ganz nahe an dem Elfen. Mhm. Ganz nahe an seinem Gesicht. Und auch der Elf beginnt deine Eule so zu streicheln und blickt euch alle an. Unterlasst es. Sagst du das? Ja, der Hexer ist das ist sein Vertrautentier, das muss er mit allen Mitteln beschützen. Da wird der Hexer halt eben, wie gesagt, mit dem Ausspielen sehr emotional. Lass das. Und schau wirklich böse. Bösartig. Er schaut dich auch an. Aber emotionslos. Mhm. Beruhigt was euch, Korn. Sollen wir lassen? Die Eule ist mein. Niemand ist jemands Tier, jemand sein Eigentum. Die Eule und ich haben ein untertrenniges Band geschlossen. Die Eule gehört zu mir. Dann probiere ich einfach. Dann flüstert er der Eule etwas zu, das verstehst du aber überhaupt nicht. Okay. Er ist jetzt auch zu weit weg, du siehst, dass sich sein Mund bewegt. Mhm. Und Goldschatten hebt seine Flügel und fliegt zu dir, umrundet dich zweimal. Mhm. Und fliegt wieder zu dir zurück und setzt sich auf deine Schulter. Und als das passiert, schaue ich diesen Elf in die Augen. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, aber danke dafür. Man bin wie ich, die Eule so zu streicheln. Sie hat mir gesagt, dass ihr unzertrennlich seid. Warum das auch immer ich. Dies sein möge. Und die Eule bedeutet mir alles. Hey, ich stehe immer noch neben du dir. Auch natürlich. Was wollt ihr in diesem Wald? Ich habe gehört, und er schaut dich an, Dymion. Was sucht ihr im Gashockforst? Wir suchen eine Blutulme, die aus einer Elfenruine heraus wächst. Mhm. Der scheint zu überlegen. Es ist ein äußerst dringliches Anwesen. Für uns. Vielleicht. Wisst ihr, wir sind ein altes Volk, doch haben wir viel verlernt. Die Hochelfen
wussten einst so viel mehr als wir. Vor langer Zeit diente dieser Wald den Hochelfen Unterschlupf, als sie sich einer Übermacht an Orks entgegengesetzt haben. Wir sind ihre Nachfahren und dulden hier keine Fremden. Das ist unser Zuhause, unser Wald. Aber wir wissen, von welcher Ruine ihr spricht. Aber ihr kennt doch das alte elfische Sprichwort. Fremde sind nur Freunde, die man nicht kennt. Der Glückskeks färbt ab, ha? Der Elf nickt dir zu. Aber was wollt ihr in dieser Ruine? Es ist für uns ein heiliger Ort. Ihr seid fremd. Ich schaue zu anderen und zeige ihm das Buch vielleicht. Wir wollen die Waffe suchen, oder? Wir suchen eine Waffe. Hier gibt es keine Waffe, sagt er. Wir suchen den Schlüssel zu einer. Also grundsätzlich suchen wir nach Wissen und Weisheit. Und das ist sehr wichtig. Und den versucht ihr hier zu finden im Forst. Ja, wir haben die Befürchtung, dass andere dunklere Mächte sich dieses Wissens aneignen wollen. Und wir eine blonde Frau, um genau zu sein. Mit Schwarzpelzen. Eine Frau. Schwarzpelze verirren sich immer wieder hier rein. Eine Frau mit güldenem Haar und dunklem Herzen. Aber ich schätze, wenn sie eine Frau den Wald betreten hätte, würde sie das längst wissen. Wisst ihr, wie groß der Wald ist? Sehr groß. Riesig. Und wisst ihr, wie viele Auelfen in diesem Wald leben? Zu wenige. Ihr habt uns gefunden, also werdet ihr wahrscheinlich die anderen auch finden. Wir waren eine große Gruppe, ja. Die waren zu sechs unterwegs, so wie wir. Nein, zu Nein. fünft. Die Warum? Sind zu fünft, ja. Sie Geht und vier. Ja, das wissen wir nicht, wie ja, viele wirklich drin sind. Wir zu fünf unterwegs waren. Aber die wird auch irgendwie zaubern. Fünf oder mehr. Ja. Der Magister blickt dich an, Andrin. Was? Zeigt ihm das Buch. Dann... Langsam. Der Magister lasst euch reden, gell? NSCs lösen nicht eure Probleme. Darf ich euch etwas zeigen? Er nickt. Dann vorsichtig nehme ich meinen Rucksack runter. Lies zwischen den Zeilen. Und hol mein Tagebuch hervor. Und die Abschrift, die uns der Magister gegeben hat. Zeigst du ihm auch die Glyphe? Ja, die will ich ihm gerade zeigen. Ach so, weil du gesagt hast, die Abschrift vom Magister. Versuche ich mit meiner Eule ein Zielgespräch zu führen, ob sie irgendetwas gefunden hat oder irgendetwas Aufschlussreiches, was sie vielleicht Frag sie, was mit ihr los war. Frag sie, was mit ihr los war, dass die da auf Das kann sie nicht, sie kann man nur Bilder übermitteln. Hat sie irgendwas gesehen, was sie vielleicht wissen? Du siehst die Bilder, wie sie über diese Landschaft, über die Baumwipfel hinweg fliegt, ja. Gleitet, genau, und dann den Blick immer nach unten. Ja. Und dann genau ein Bild, dass sie den Elfen, wo sie gesessen ist, gesehen hat, auf ihm zugeflogen ist, der Elf sie landen hat lassen auf der Hand, sie gesprochen haben, hat so ausgesehen wie gesprochen, kommuniziert. Und das letzte Bild ist, dass er ihr den Platz auf seiner Schulter angeboten hat. That's it. Schuschu. Also ich hole mein Tagebuch hervor und zeige ihm die Astaria-Glyphe, die ich aus der Höhle abgezeichnet habe. Wir sind schon seit sehr, sehr vielen Tagen unterwegs, um der tieferen Bedeutung dieses Symboles auf den Grund zu gehen. Den letzten Hinweis, den wir bekommen haben, der führte uns in euren heiligen Wald. Ohne etwas zu sagen... Nimmt er seinen Blick dann von dem Papier, weil das zeigst du mir, deine Zeichnung nehme ich an, mustert euch noch einmal und sagt dann, wahrhaftig, diese hochelfische Glyphe kenne ich. Sie verweilt an einem Ort, hier tief im Forest. Und genau dort befindet sich auch eine Blutulme und eine Elfenruine. Eine hochelferische Ruine. Dass für uns ein heiliger Ort ist. Und liest doch Geschichten über diese Ruine? Was hier er schüttelt den Kopf. Wir wissen nur, dass, wie gesagt, dieser Forst damals Unterschlupf geboten hat, den Hochelfen. Wir nehmen an, dass es sich um einen Rückzugsort gehandelt hat. War nicht auch einmal die Rede von einer Schlacht hier im Wald? Viele Schlachten. Wäre es möglich, dass gewisse Hochelfen ein Ritual abgehalten haben oder etwas, um eine Waffe zu schmieden,
um die Orks zu besiegen? Hochelfen waren so intelligente Wesen, dass nicht mal unseren Vorstellungen vermag, zu begreifen. Nicht mal, er deutet auf sich, unser Verstand. Das soll so heißen, wenn es wir nicht verstehen. Das wüssten du. Aber was unsere Nachforschungen ergeben haben, es sollte sich noch um ein Ritual gehandelt haben. Ja, die haben irgendwas gemacht. Eine Waffe zu schmieden, um gegen die Orks zu bekämpfen. Es wird keine Waffe geschmiedet. Sie haben einfach nur irgendein Ritual. Sie haben ein Ritual abgehalten. Die Orks zu besiegen. Das ist richtig. So habe ich es jetzt verstanden, oder? So haben wir es bis jetzt verstanden. Ob das vermeintlich richtig ist, können wir natürlich nicht sagen. Unser Sind euch Träger, eventuell die Harpien aufgefallen, die über eurem Forst kreisen? Er nickt. Die sind die Wesen, abtrünnige Wesen. Die sind und genau in dem Moment ertönt ein schriller Schrei von oben. Es raschelt in den Blättern und die Elf von euch reißen ihre Bögen hoch. Direkt neben euch landet elegant die Harpienkönigin Cassiera und mustert den Wortführer und die übrigen Elfen. Diese richten ihre Bögen auf sie und scheinen nur darauf zu warten, dass die Harpier ihnen einen Grund gibt, sie zu töten. Das tust du? Ja. Würde ich ehrlich gesagt auch machen. Diese gehören zu uns, Wächter des Waldes, sagt Cassiera und fährt dabei einen Flügelschlag aus, der in alle Richtungen geht. Lasst uns passieren und schließ dich mir an. Die Zeit drängt. Der Elf starrt die Harpie mit durchdringendem Blick an und sagt, ich soll dir folgen, sag mir, warum ich dich nicht sogleich töten sollte.